Italien steuert offenbar auf Neuwahlen zu. Der Innenminister und Parteichef der rechten Lega, Salvini, treibt den Bruch mit der Koalition, mit der Fünf-Sterne-Bewegung weiter voran. Seine Lega hat einen Misstrauensantrag gegen den parteilosen Ministerpräsidenten Conte im Senat angekündigt. Bereits gestern hatte Salvini das Regierungsbündnis für arbeitsunfähig erklärt und Neuwahlen gefordert. Am Montag soll geklärt werden, ob und wann die Abgeordneten aus der Sommerpause geholt werden, um über die Zukunft der Regierung abzustimmen. Er sucht das Bad in der Menge und seine Anhänger feiern ihn auf seiner Sommertour wie einen Popstar. Salvini will Neuwahlen und hat deshalb im Senat einen Antrag für ein Misstrauensvotum gestellt. Sein Ziel, Ministerpräsident Conte entmachten. Für die Italiener ist es jetzt das Beste, das Transparenteste und das Würdevollste, so schnell wie möglich wählen zu können. Neuwahlen hatte der Lega-Chef gefordert, nachdem der Koalitionspartner die Fünf-Sterne-Bewegung gegen den Ausbau der Schnellzugstrecke Turin-Lyon gestimmt hat. Anders als die Lega. Für Di Maio von den Fünf Sternen kam der Koalitionsbruch überraschend. Er hat entschieden, Parteiinteressen über die des Landes zu stellen. Für mich sind Neuwahlen kein Problem. Der parteilose Ministerpräsident kritisierte Salvini für seine Entscheidung scharf. Conte will sich im Parlament aber der Misstrauensfrage stellen. Ich wünsche mir vom Innenminister als Senator und Chef der Lega, dass er dem Land die Gründe erklärt, sich bei den Wählern rechtfertigt, die an den Wandel geglaubt haben. Die Gründe, warum er verfrüht und sehr plötzlich die Regierungsarbeit beenden möchte. Am Montag wollen sich die Fraktionsvorsitzenden im Senat treffen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Neuwahlen wahrscheinlich. Warum Italiens Innenminister Salvini gerade jetzt Neuwahlen fordert, dazu Ellen Trapp live aus Rom. Die Lega und die Fünf-Sterne-Bewegung haben nie wirklich gut zusammengearbeitet. Es gab oft Streit und man hat auch oft über eine Regierungskrise gesprochen, aber die war dann schnell wieder vom Tisch. Salvini hat wohl einen günstigen Zeitpunkt gesucht, die Regierung platzen zu lassen, ohne dabei selbst als Schuldiger vom Platz zu gehen. Und das Nein der Fünf-Sterne zu dieser Schnellzugtrasse schien ihm offensichtlich der richtige Zeitpunkt. Salvinis Zustimmung wächst und zwar stetig. Vor gut einem Jahr, gestartet als kleiner Koalitionspartner mit 17%, liegt er derzeit in den Umfragen bei 37%. Bei Neuwahlen hätte er große Chancen, die absolute Mehrheit zu erzielen und damit der neue Ministerpräsident Italiens zu werden. Mitte, Ende Oktober wird derzeit als möglicher Termin für Neuwahlen gehandelt. Zurück zu Jan Hofer.